Das nächste am Wort, Doris Schulz von der ÖVP Oberösterreich. Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, liebe Regierungsmitglieder, Kolleginnen im Bundesrat, Zuseherinnen im Saal und zu Hause. Vor kurzem, heute, vor einigen Stunden, wurde ich angelobt und ich freue mich sehr, hier Mitglied im Bundesrat sein zu dürfen. Ich komme aus Oberösterreich, aus Wels, und Oberösterreich ist eines der Bundesländer, eines der wirtschaftsstärksten Bildungsbundesländer und die maßgeblich mitgearbeitet haben an diesem Regierungsprogramm. Und einige Punkte habe ich mir herausgesucht. Ein zweiter Teil, der mich in meiner Biografie schon lange beschäftigt, ist das Thema Frauen und Familie, in welchen Situationen sich Frauen wie etablieren können, sich ein gutes Leben gestalten können. Und das Schöne am Parlamentarismus ist, dass es so wie das Regierungsprogramm, das 182 Seiten hat, verschiedenste Lesarten gibt. Und ich möchte Ihnen meine Lesart mit meinem Frauenbild ein bisschen näher bringen aus der Perspektive Oberösterreichs. Steuern runter, das ist etwas, was für Oberösterreich ein ganz großes Muss ist, vor allem für die Frauen, und dazu komme ich dann noch speziell für die Familien detto. Die Schuldenbremse ist etwas, das wir ausgerufen haben, und trotz großer Proteste hat es funktioniert. Das Regierungsprogramm hat sich, das österreichische Regierungsprogramm bekennt sich ebenso zu dieser Schuldenbremse, und das ist eine Entscheidung, die wir für die Zukunft getroffen haben. Soziale Gerechtigkeit ist, glaube ich, das Anliegen unserer aller. Und soziale Gerechtigkeit heißt, alle Lebenssituationen in Österreich unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, was brauchen die Menschen, um ein gutes Leben führen zu können. Und diese soziale Gerechtigkeit hat in diesen 182 Seiten sehr, sehr viel Platz gefunden. Auch dazu habe ich Beispiele. Eine aktive Standortpolitik ist ganz wesentlich durch Schwerpunkte in der Digitalisierung. Die Digitalisierung ist etwas, was wie eine Revolution jetzt in relativ kurzer Zeit auf uns zukommt. Da geht es nicht nur darum, Datenbahnen zu legen und zu schauen, dass die Infrastruktur passt, sondern digitale Kompetenz ist das, was wir als Menschen, egal welchen Alters, lernen müssen. Viele von uns sind Digital Immigrants, und wie Immigranten die Kultur des Landes lernen müssen, in das sie einwandern, müssen auch wir, egal welchen Alters, das lernen. Und die jungen Leute sind die, die wissen, wie es funktioniert. Sie wissen zwar noch nicht, wie es in 10 Jahren aussieht, aber sie gestalten es selber. Und das sind Digital Natives, die uns noch sehr, sehr viel zeigen werden. Wir begleiten sie, indem wir Rahmenbedingungen bilden und ihnen auch mit den Werten einer österreichischen Gesellschaft die entsprechende Begleitung geben. Talenteförderung, Forschung, das sind wesentliche Punkte, die in einem Regierungsprogramm festgeschrieben auch Maßnahmen mit sich ziehen. In Oberösterreich sind wir ein Land der Möglichkeiten geworden. Das heißt, jeder, der zu uns kommt, soll die Möglichkeiten vorfinden, um sich bestmöglich zu entwickeln. Und für Österreich heißt es, soll es ein wirtschaftliches Comeback geben, um wieder zu den besten Ländern Europas zu gehören. Und wenn Sie die aktuellen Zeitungen lesen und zum Beispiel heute die Zeitung Österreich, die jetzt nicht unbedingt regierungsnahe deklariert ist, stellt fest, dass die derzeitige Regierung beste Noten hat. Und dieses Comeback ist etwas, das wir alle gemeinsam gestalten werden. Das Thema Sicherheit im Übrigen ist eines, das ich dann noch in meinem Thema Frauen und Familie weiter aussetzen werde. Frauen und Familie. Frauen und Familie sind Themen, die mich seit meiner Studienzeit beschäftigen, und Frauen und Männer gestalten gemeinsam unsere Gesellschaft.
In manchen Bereichen ist es notwendig, etwas nachzuhelfen, dort zu unterstützen, wo es Defizite oder Schwierigkeiten in der Entwicklung gibt. Das ist leider manchmal bei Frauen notwendig. Daher zum Beispiel beim Thema Frauen und Arbeit. Die Diskriminierungen in allen Kollektivverträgen werden abgeschafft, indem auch Karenzzeiten bei den Gehaltsvorrückungen besser berücksichtigt werden. Danke für das Stichwort. Kinderbetreuung kommt natürlich. Dann Schaffung eines bundesweit einheitlichen Einkommensberichtes ist ein wichtiger Schritt zur Beseitigung der Einkommensunterschiede. In vielen Ländern schon lange wird es dort durchgeführt mit entsprechenden Effekten, dass die Gehälter angeglichen werden. Österreich hat sich jetzt dazu entschieden. Das Thema Mindestpension 1.200 Euro, bei Paaren 1.500 Euro, betrifft vielfach Frauen, die 40 Jahre lang gearbeitet haben, vielleicht mit geringeren Löhnen, aber sie haben jetzt die Möglichkeit, zumindest auf eine Mindestpension sich verlassen zu können. Frau und Familie, der Familienbonus von 1.500 Euro ist ein deutliches Zeichen, dass Familien einen Wert hat und nicht Bittsteller ist. Im Übrigen ist das ein steuerrechtlicher Bonus, weil es geheißen wird, es wird ausbezahlt. Mit dem Ausbau der flächendeckenden, qualitativen schulischen Nachmittagsbetreuung und flexiblen Öffnungszeiten, aber auch mit dem Ausbau des Angebots von Tagesmüttern, einem sehr individuellen Betreuungsangebot, bekennt sich die Regierung sehr eindeutig dazu, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf entsprechend zu ermöglichen. Ausweitung der professionellen Ferienbetreuung, die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind damit sichergestellt, vor allem weil 90% der Familie die Versorgung vom Baby bis zum Kreis immer noch von den Frauen geleistet wird. Und hier bekommen sie die Unterstützung, die sie tatsächlich für sich und ihre Lebenssituation haben möchten. Das Modell der Herbstferien für alle Schulen unterstützt die gemeinsame Familienzeit. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe 2 Kinder und wir schätzen gemeinsame Familienzeit, weil sie einfach sehr knapp bemessen ist, sehr. Ich finde es auch ein sehr wichtiges Zeichen, einen Hilfsfonds für schwangere Frauen in Not einzurichten. Denn schwangere Frauen in Not haben nur eine sehr, sehr kurze Zeit, um für sich und das Baby, das sie erwarten, tatsächlich Entscheidungen zu treffen und eine finanzielle Sorge zu finden. Dieser Hilfsfonds wird hier vielen Frauen helfen, auch sich für das Kind entscheiden zu können. Und die Lücken im Unterhaltsvorschussgesetz zu prüfen und zu schließen, ist auch ein klares Bekenntnis der Regierung. Ich habe es hier in diesen 182 Seiten sehr eindeutig gelesen. Ein Thema Frauen und Integration liegt mir am Herzen, denn ich komme aus Wales. Und in Wales haben wir einen Anteil von 34% Menschen aus 110 Ländern, die in unserer Stadt leben. Es gibt bei uns Schulen, wo 95% nicht deutschsprachiger Schüler in der Klasse sitzen. Wie einfach oder schwierig das ist, kann man aus den Gesprächen mit den Lehrerinnen und Lehrern erfahren. Um zugewanderten Frauen damit eine aktive Teilhabe am Leben zu ermöglichen, darauf wird ein besonderes Augenmerk gelegt und die Stärkung von Frauen mit Migrationshintergrund am gesellschaftlichen Leben und gleichzeitig der Schutz von kulturell bedingten Formen der Gewalt sind Aufgabe der Integrationsarbeit. Patriarchale Strukturen und die Unterdrückung von Mädchen und jungen Frauen wird auch durch Maßnahmen im Bildungsbereich begegnet. Aus Oberösterreich kommt das Beispiel Wertekompass an Schulen, das auch Platz im Regierungsprogramm gefunden hat und tatsächlich eine Hilfe ist. Bei der Integration profitieren Frauen und ihre Kinder konkret durch jährliche Erstellung eines wissenschaftlichen Berichts zum Thema der Entstehung von Parallelgesellschaften in Österreich. Dieses Thema haben wir noch viel zu wenig beachtet. Kulturell bedingte Gewalt, Kinder, Mehrfach- und Zwangsehen sowie die Praktizierung der Scharia sind entsprechend notwendig, um den Schutz der Frauen und ihrer Kinder zu gewährleisten. Höchste Priorität hat nach aktuellen Umfragen das Thema
höhere Strafen bei Sexual- und Gewaltdelikten, mehr Exekutive und erhöhtem Opferschutz ergeben. Das betrifft vorwiegend Frauen. Daher bin ich sehr froh, dass auch dieses Thema im Regierungsprogramm klar festgehalten ist. Das Regierungsprogramm insgesamt ist ein Wegweiser mit klaren Zielen. Es sind keine Leuchtturmprojekte, die abbrennen, oder Wunder, die dann nicht stattfinden, sondern das Regierungsprogramm ist verfasst mit Mut, mit Respekt, Anstand und Hausverstand. Und wir als Bundesräte, ich kann für mich und meine Fraktion sprechen, werden alle Gesetzesvorlagen und Möglichkeiten sehr genau prüfen im Sinne Österreichs. Und ich möchte mit den Worten meiner Tochter, die schon mehrfach zu mir gesagt hat, wenn es Überlegungen gegeben hat, etwas zu tun oder etwas in Angriff zu nehmen, dann hat sie gesagt, come back stronger. Und das wünsche ich Österreich. Ich werde mithelfen, diesen Weg zu ermöglichen. Doris Schulz von der ÖVP Oberösterreich wurde heute als Mitglied des Bundesrates angelobt und hebt in ihrer ersten Rede diverse Aspekte des neuen Regierungsprogramms hervor. Es zeige Mut, Respekt, Anstand und Hausverstand.